Morgen, ihr Luschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Seelensmeet mit Excuse Peter, me. Bram warte mal, und warte mal. Jay. Das ja. ist von Admiral Schmidt oder sowas. Ausbilder. Ausbilder Schmidt. Ja, genau. Das hat er aber doch bestimmt mit mehr Elan dahinter gesagt. Morgen, ihr Luschen. Aber Andi? Ja. Was heißt denn Lusche? Das weiß ich nicht. Loser. Okay. Du kannst doch keine Wörter benutzen, wo du die bedeutet, Loser. Ich kenn's. Verlierer. Doch, kann ich auch. Ja, kann ich auch. Ja. Salve Magister zum Beispiel. Wir spielen Seelensmeet. Ihr bekommt Salve von Magister. Salve Magister. Salvete Discipuli et Discipule. Also, wir spielen Seelensmeet. Ihr bekommt aus einer Serie 10 Folgennamen genannt. Wir beginnen mit 10 Punkten. Die ist noch relativ schwierig, der Folgenname. Und ihr müsst dann immer auf die Serie kommen. Ja, und bei der ersten gibt es eben 10 Punkte, wenn ihr erst bei der zweiten drauf kommt, 9 und so weiter. Bei falschem Buzzern gibt es 1 Punkt für alle anderen. Verstanden? Klar. Sehr gut, dann starten wir mit der ersten Serie und der ersten Folge. Und die lautet 1 Minute. 24, also 24 ist falsch. Schade. Wir hatten sonst auch immer den IMDb-Score mit da gepostet. Okay, das dann stimmt. Nenne ich euch den dazu. 9,6 von 10. Das ist eine gute Serie. Oh, holy shit. Weil da kam nämlich immer, daran konntest du schon ein bisschen so erkennen, ist eine Trash-Serie oder nicht. Boah. 9,6 hast du gesagt? Ja. 1 Minute. Dann wurde das doch nochmal sortiert nach dem Besten? Oder sind die jetzt bei dir? Nee, das war nicht aufsteigend. Die Beste kommt zum Schluss eigentlich. Das ist dann wahrscheinlich auch die bekannteste, genau. Boah, Alter, die 10. beste Folge hat eine 9,6. Kann auf jeden Fall nicht Scrubs sein. Das ist richtig, weil dann wird das auch anfangen mit meiner 1 Minute, wäre das dann. Ja, richtig. Ach so, okay. Fängt ja immer mit meiner an. Nee, oder auch mit mein. Das hat ja Big Bang Theory. Hm. Ich merke schon, ihr werdet nicht drauf kommen, deswegen gehen wir zur zweiten Folge 9 Punkte. Die heißt Geständnisse. Und hat 9,6 ebenso. Welche? Das ist doch jetzt schon alles ganz schön das ernst. Das Amt. Er ist natürlich True Detective. Nein. Eine Minute. Irgendwas sehr Ernstes klingt das so. Wie genau musst du das wissen? Musst du genau den Seriennamen kennen? Oder kann ich dir sagen, da ist der und der da drin? Da spielen also, Homer, da sind Homer, Bart und Marge. Das ist diese Familie. Ich würde euch zutrauen, dass ihr mir den Seriennamen auch nennen könnt. Ja, okay, wenn ich ihn dir nicht nennen kann, dann darf ich nicht buzzern, okay. Dann buzzer ich nicht. Ja gut, dann buzzer ich nicht, bis es mir vielleicht einfällt. Okay, das heißt aber, Andi hat das gesagt, als wenn wir auf jeden Fall den Seriennamen kennen. Ja. Naja, ihr seid ja Cineasten oder wie man das bei Serien nennt, also ihr werdet ja wohl Serien kennen. Keine Serien. Das ist jetzt hier auch keine portugiesische Nischenserie irgendwie mit 3 Folgen. Ja, muss 10 haben mindestens. Ja. Stimmt, das ist eigentlich ein Ausschlusskriterium, ne? Fallen schon ein paar raus. Nächste Folge für 8 Punkte. Nägel mit Köpfen. Und die hat jetzt 9,7 von 10 bei IMDb. Das ist ja insane, Alter. Was ist denn so gut? Holy shit, das ist ja wirklich irre. Das ist eine Anwaltsserie. Meinst du? Hier, wie ist das mit Beal? Ally McBeal. Ja, genau. So weit bestimmt. Das ist ja echt 100 Jahre alt. Dudes, jetzt fällt mir der Name ein. Nein. Also dann hätte mich die Bewertung extrem gewundert, muss ich sagen. Echte, wann? Die haben stark gestartet. Ja, aber nicht 9,6, 9,7 stark. Ja. Für 7 Punkte, die nächste Folge heißt Flucht und hat ja, auch 9,7. Prison Break. Nein. The Wire. Ist auch nicht Klassiker. Richtig. Was ist das denn? Okay, dann. Ich muss einfach noch bei den Bewertungen noch die Sopranos probieren. Ist auch falsch. Ja. Für 6 Punkte die nächste Folge auch wieder 9,7 tödliche Fracht. Ich habe gar keine Ahnung. Es hört sich an wie Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, oder so ein CSI-Shit. Ja, viel Spaß. Ja, genau, richtig. Also es ist halt super ernst, super Stress-Thriller, gefährlich, Gefahr, Action. Gefährlich, Gefahr. Und dann auch noch so gut bewertet? Was zum Fick ist das?
Okay, dann gibt's die. Ich frage mich gerade, was die beste Folge kriegt, eine 9,9? Ja, wir bleiben so einfach bei 9,7 die ganze Zeit und gehen dann auf 9,8. Ne? Ich werde es euch gleich zeigen. Die nächste Folge, 5 Punkte, heißt Granitstart. Hat auch 9,7. Start mit 2a. Tja. Hat so ein internationales Ding. Pokémon. Ne, ich meine, wo es um internationale Konflikte geht. Dann kriegt ihr jetzt auch die nächste Folge direkt, wenn euch das nichts sagt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt wird's interessant, weil jetzt habe ich wieder ein Vorleseproblem. Ich sage einfach mal, die Folge heißt To Haili. Aber ihr seht ja, wie es geschrieben wird. Hat 9,8. To Haili. To Haili. Okay, irgendwas mit... Muss doch mit The Rock sein, oder? Krass hawaiianischen Vibe mit drin in so einer Serie, wie zum Beispiel irgendwas mit The Rock. Was gibt's denn da? Oder vielleicht auf wie hieß das? Auf Neuseeland. Oh. Gibt's da vielleicht irgendeine Serie, die da spielt? Oh nein. Weiß nicht. Bis dann, ihr wüsstet. Für drei ich immer noch Punkte. Bei, ich bin immer noch bei... bei hier Ellie McBeal oder wie die heißt. Herr Christian weiß das. Die nächste Folge, 3 Punkte. Okay, erstmal Jay. Brothers in Arms. Nein. Wie heißt das? Für 3 Punkte mit einer Bewertung von 9,9 von Angesicht zu Angesicht. Ich glaube, das ist eine gute Serie. Alter, das könnte wirklich die Serie sein, Jay. Wieso ja. Fällt mir das denn jetzt gerade nicht ein? Mir fällt es auch nicht ein. Wenn Christian weiß, das könnte die Serie Christian sein. Christian hat die gesehen. Christian weiß das. Boah, das liegt mir auf der Zunge, leck mir ja, am Arsch. Mir auch. Das kann nicht wahr sein. Ja. Vielleicht hilft euch die nächste Folge, ist die vorletzte. Ich dachte, man nicht ganz so schnell. Ja, mach mal schneller jetzt. Wir haben ja noch einige Serien hier. Ja, ja. Die nächste Folge, und eigentlich müsste es jetzt klingeln, meiner Meinung nach zumindest, 9,9 von 10, Felina. Felina? Ich hab die Serie nie gesehen, aber... Feliz Navidad! Das ist der Felina, Alter. Hört sich an wie so ein Ort auf der Insel To Haili. Okay, so, ich bei Felina klingeln. Ich hab die Serie nicht gesehen. Ich sag so, wie es ist. Ist das dieses mexikanische Kartellding? Wie heißt denn die nochmal? Ja. Narcos? Narcos. Ja, Narcos. So heißt die, aber ist trotzdem falsch. Oh lol. Ihr Ficker. Dann gebe ich euch jetzt die letzte Folge mit einer Bewertung von 10 von 10. Ozymandias. Lol. Ist Breaking Bad. Oh mein Gott. Es ist Breaking Bad. Oh das ist richtig. Oh mein fucking Gott. Da muss ich jetzt hier erstmal runterstellen okay. Auf einen Punkt. Was ist denn To Haili für eine Folge gewesen? Okay, also das hätte ich nicht aus Breaking Bad gesehen. Ich weiß auch nur, weil die letzte Folge, der Name, den kenne ich halt. Genau. Und ich glaube, Felina ist die vorletzte, wenn ich mich jetzt gerade. Das ist die wirklich Ozymandias heißt die letzte Folge. Nein, das ist nicht die letzte Folge. Also die zuletzt genannte kenne ich, weil das eine der bestbewertetsten Serienfolgen ever ist. Und ich würde gerne wissen, welche das ist. Ja, das ist eine der letzten. Wo Hank stirbt. Hallo! Yes. Ja, komm. Das war eine krasse Folge, Alter. Das ist ein Spiel. Das war richtig eine krasse Folge. Komm, sag, bevor ich sterbe, lieber, bevor ich hier mein Rückgrat, meine Ehre zurücklasse. Was ein Vollidiot. Ich hätte gekuscht. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, okay, boah, also. Das ist belastend. Ey. War jetzt sehr schwierig, letzte Episode. Wieso? Du hast es doch, Peter. Ist doch super. Ja, ein Punkt. Ey. Ein Punkt, ja. Wir haben trotzdem jetzt mit 8 in Führung. Danke. Aufgedrückt. Wir gehen zum nächsten. Ja, okay, aber das verstehe ich. Da kann ich absolut nachvollziehen, dass das solche Bewertungen hat. Ja. Aber ich bin da auch gar nicht bei den Folgentiteln irgendwie drauf gekommen. Ich habe sogar ausgeschlossen. Tödliche Fracht, dachte ich, das passt nicht zu Breaking Bad. Mhm. Aber scheinbar schon. Ja. Im Nachhinein würde ich sagen, könnte mir das schon passen. Die nächste Serie. Die erste Folge, 10 Punkte, wenn ihr es wisst, mit einer, also ich sage erstmal den Namen, die Folge heißt Der brodelnde Fels Teil 2. Peter, dein Leben wurde und verfilmt. Und hat 9,2 von 10 auf ihrem Baby. Auch richtig gut. Okay, pass auf. Der brodelnde Fels. Der Joghurt. Das ist... Brammen. Ich sag, das ist Vikings.
Das ist falsch. Schade. Richtig gut bewertet, holy shit. Ja, das ist richtig gut bewertet, weil, ich muss leider nochmal drücken, das ist Game of Thrones. Das ist auch falsch. Dann leckt mich. Gesundheit. Gesundheit. Dann gebe ich direkt die Filz, Teil 1. Ja, aber ich könnte direkt die sein. Zweite für 9 Punkte. Brudelnde Fels. Die Belagerung des Nordens, Teil 1. Das ich wusste. 9,3. Also jetzt hätte ich auch Game of Thrones gedrückt, um ehrlich zu sein. Aber. House of Dragon. Ja, das hat nicht mal 10 Folgen. Oder? Weiß ich nicht, wie viel die eine Staffel hat. Könnte genau 10 sein. Kann auch sein, dass das 8 sind. Ja, ich glaube, das waren 7. Aber da wird der Norden auch nicht belagert, wenn ich mich recht entsinne, zumindest. Nee, ich weiß, aber die Belagerung des Nordens, nachdem GOT raus war, dachte ich mir. Belagerung des Nordens? Und Vikings ist halt auch raus, so. Hat irgendeine historische Serie. Was gab es denn da historisch? Die nächste Folge, 8 Punkte. Der Tag der schwarzen Sonne, Teil 2 mit 9,4. Ja, muss Lost sein. Was ist denn mit dieser Aufteilung die ganze Zeit? Das sind halt immer Doppelfolgen. Ja, gut, scheinen wohl gute Doppelfolgen zu sein. Ja. Vielleicht ist das 24. Day of the Black Sun. Das war assi, also so splittert, so Marco Polo-mäßig, war, weiß ich nicht. Ja, und dann waren die ganzen Leute so, oh nein, was? Lass die Sonne verdunkeln, wenn ihr nicht kuscht. Gut, dann kriegt ihr direkt die vierte für 7 Punkte. Das Vermächtnis mit 9,5. Ohne Teil 1 und 2. Boah, ist das wieder gut bewertet, ey. Kurz überlegen, ob Moon Knight ist. Okay, muss irgendwas richtig krasses aber sein. Aber dafür ist die Bewertung von der Serie zu gut. Was war Moon Knight nochmal? Ja, dieser Trash von Marvel. Ah. Ist, glaube ich, Moon Knight. Mit dem Schauspieler, der auch bei Star Wars mitgemacht hat, den Fliegerpiloten gespielt hat. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das ist aber nicht der Hexer, oder? Nee. Zu gute Bewertung. Viel zu gute Bewertung. Für 6 Punkte mit einer Bewertung von ebenso 9,5. Wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Sozins Komet Teil 2, die alten Meister. Okay, fuck drauf, Stargate. Nein. Ja, hätte ja. Weiß nicht, ob das halt so gute Bewertung hat überhaupt. Ja, du bringst mich jetzt auf eine Idee. Star Trek The Next Generation. Nein. Oh, das war. Oh, oh. Welche Star Trek gibt's denn noch so? Das war, glaube ich, schon das bestbewertetste. Das war ein Nein. Das war so ein. Das war so ein. Das war so ein Nein. Ich bin nicht wieder Pate. Nein. Die nächste Folge, 5 Punkte. Sukos Erinnerungen ebenso mit 9,5. Das ist irgendwas Asiatisches, oder? Oder ist das irgendwas Fantasiges oder Science-Fictioniges? Ich bin verwirrt. Das ist ein Anime? Zuko, Alter. Kann das Anime boah, sein? Boah, das kann sehr gut sein. Das wäre belastend. Wow. Was? Anime ist denn mit drin? Ja, sicher, ist Serie. Nee. Ich hab nach Simpsons gefragt. Safe kann das auch Anime sein. Das ist halt super hart. Aber wenn du jetzt an Anime denken würdest, sag, kannst du mir den sagen, dann würde ich buzzern dafür. Jetzt muss ich ja ganz kurz durch meinen Kopf gehen lassen. Sozins Komet, Sukos. Wer könnte Zuko sein? Wisst ihr nicht, warum wir animierte Serien ausschließen sollten? Hätte ich jetzt die auch waren gesagt. In meinem Kopf alle draußen. Ich meine, wir haben sogar auch hier Arcane. Nee, wie heißt das von League of Legends doch, schon Arcane, gehabt? Ja, das war Arcane, ja. Ja, das hatten wir auch schon. Für 4 Punkte, die Belagerung des Nordens Teil 2. Ah ja, jetzt weiß ich's. 9,6. Scheiße, Alter. Boah, ist das schwer heute, Leckobio. Ja. Wobei Breaking Bad hätte, also könnte man beim Vorbereiten sagen, müsste eigentlich schneller erkannt werden. Ja, aber ich kenne die Serien. Der Folgen interessiert mich Serien, ja, Alter, und Folgennamen. So, Animes mit da kommt ihr jetzt drauf in Folge 8 oder so von Sensmeet. Was interessiert mich Seriennamen? Folgennamen, ja, kompletter Quatsch. Ich guck in einem Jahr, gucke ich bestimmt. Weiß ich nicht, kommt drauf an, wie lange die Serie geht, aber so Grey's Anatomy hat mich wahrscheinlich ein Jahr gekostet. Also, Scheiße, okay. Wo ich die 18 Staffeln geguckt habe. Hey, hast du bei mir im Kopf eine Tür aufgemacht, das ist echt scheiße. Noch lohnt sich zu buzzern. Junge, das ist doch safe ein Anime. Ram, jetzt mach doch mal, du kannst 9 Punkte gönnen. Das ist ein Top-Anime, muss das sein. Ja, dann ist das Attack on Titan. Nee. Es ist nicht. Da heißt niemand so.
Für 3 Punkte ein fataler Niedergang, 9,6. Kann das nicht halt auch einfach sowas wie One Piece sein? Und das sind halt aus 1000 Folgen schaffen vielleicht mal 10 dann eine 9,2? Nee, also ja, das ist richtig. Und ich sag, das ist nicht One Piece. Okay. Ey, bei Animes kann ich leider nicht mitklicken. Außer es ist Dragon Ball und Zuko kenne ich nicht. Ich kenne nur Goku. Wenn da Gokus Niedergang Erinnerung gestanden hätte, dann hätte ich gedrückt. Aber jetzt, wo sind's Komet? Wie hieß denn das? Pramen. Könnte das Seven Deadly Sins sein? Nein. Ein Ding? Seven Deadly Sins. 7 tödliche Sünden. Habe nie gehört. Ich gebe euch die vorletzte Folge für 2 Punkte. Das ist Lost. Sozins Komet, Teil 3. Oh. Von Angesicht zu Angesicht. Oh, das hatten wir eben bei Breaking Bad ja auch, den Folgentitel. 9,8. Das ist der Breaking Bad Anime. Welcher Anime soll so gut sein, dass der bei IMDb solche Bewertungen bekommt? Das ist Jujutsu Kaisen, das weiß ich doch. Das ist nicht Jujutsu Kaisen, Alter. Safe Call ist das Jujutsu Kaisen. Das ist niemals Jujutsu Kaisen. Ja, dann ist das safe. War das nicht das Restaurant, wo wir waren? Food Wars ist das safe. Nein, das ist nicht Food Wars, das ist auch nicht Dr. Stone, nur weil ich ihn vorher geschickt habe. Dann ist das Detective Conan. Nein, ist das auch nicht. Was soll denn da brodeln? Es muss doch um Feuer gehen und um eine schwarze Sonne. Heißt irgendwas Mittelalterliches, so einer, aber mehr weiß. Ich gebe euch die letzte Folge. Ja, gib mir die letzte Folge. Mit einer Bewertung. Was ist heute los? Ich weiß es auch nicht. Mit einer Bewertung von 9,9. 9,9! Du hast dich gerade ein bisschen wie Trump in meinem Kopf. Das ist schon hart. Nein, nur anhören. Weiter so und ich schaffe dich aus dem Land. Letzte Folge. Sozins Komet, Teil 4. Ja, leck mich doch mal. Das muss animiert sein, das hat eine vierteilige Geschichte. Avatar Aang. Wow. Avatar The Last Airbender. Jetzt war ich zu langsam. Eierbänder, Alter, wer ist denn The Last Eierbänder, Alter? Was? The Last Eierbänder. Okay, heißt der anders? Ja, ist richtig. Ich musste das kurz nachgucken. Das ist ein Anime! Hab ich doch gesagt! Alter, ganz ehrlich, ja. Anni. Ja, genau doch. Also, ich muss. Ja, es tut mir leid. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich dir kurz pissen. Tut mir leid. In der 6. Runde gegeben habe, jetzt gehe ich auch pissen. Da wollte mich anfassen. Ja, Peter, was ist denn deine Meinung zu Animes, wenn wir hier alleine sind? Ja, ich habe nicht so viel Erfahrung damit. Ich will da jetzt nicht so drauf rumbashen, aber meine Erfahrung hält sich in Grenzen. Und ich weiß zumindest, dass so, ich sag jetzt mal, große Anime-Sendungen gerne mal sehr viel Filmmaterial haben. Und dieses Gefühl von meiner Zeit wird nicht respektiert, mag ich nicht. Okay, das ist eine starke Meinung. Ich glaube, also ich würde jetzt mal behaupten, dass die hochbewerteten Folgen generell bei allen Serien, die relativ späten auch sind, weil da ja natürlich nur noch die Fans zu gucken, ne? Oh, clever. Aber ich glaube, Avatar The Last Airbender ist tatsächlich ein sehr guter Anime. Ja, ich möchte als allererst mal sagen, Avatar ist kein Anime, ja? Ach so, okay. Ist ein Zeichentrickfilm. Ein Cartoon ist das. Ja, okay, auch okay. Ja? Das ist schon ja mal ausgeschlossen gewesen. Und B, Peter, stimmt das? Aber das hat sich mittlerweile in den letzten 10 Jahren geändert. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Filler-Mentalität ist weg. Ich meine, teilweise war es so, ich glaube, Naruto und Dragon Ball hatten, glaube ich, 18 oder 19, 20, so um die 20% herum Filler-Folgen. Also das geht ja gar nicht, dass ich dem Tipp Anime gegeben habe und am Ende ist es Cartoon. Also ich bitte dich. Also das geht ja mal wohl gar nicht mehr klar. Ja, ohne Scheiße. Ich gebe nie wieder solche Tipps. Die nächste Serie, es ist Serie Nummer 3. Mal gucken, wie viele wir heute hinbekommen. Stark heute. Ja, 11 Punkte, Leute. Ja, Peter und Bram, Punktgleichstand, ein Punkt für Jay. Für 10 Punkte die dritte Serie. Peter hat das jetzt alles richtig beantwortet. Die erste Folge heißt Aussage und hat eine 9,0. Ja, das ist schon huge. Wieder so was hoch. Das muss jetzt aber Ellie McBeal sein. Drück doch für 10 Punkte. Das Aussage. Es stört mich auch voll, dass er, wenn das jetzt 9 ist, ja, da steht ja nur 9, da steht nicht 9,0. Das triggert mich total. Ich habe 9,0 eingetippt. Ja, schade. Ich habe nur Lesezugriff. Alles schrecklich hier. Man lass das so. Was ist denn die beste Anwaltsserie, die es gibt? Ja, ja, wahrscheinlich Suits, oder? Amt. Nee, es muss ein bessere geben. Nee, Moment, im Namen des Gesetzes. 9,00 ist so, was ist denn hier Frog, Alter? Hier, ey, Maurice Weber hat deine Meinung zu, ne? Relativ dumm sogar.
Also ihr kommt nicht drauf, denke ich mal. Deswegen gebe ich euch direkt die nächste Folge für 9 Punkte. Ich habe nur verarscht von Andi. Die Fernsehdebatte 9,00. Fernsehdebatte? Ah, ja. Scheiße. Hier, das ist... Brammen. Ich hoffe, das ist richtig. Ist das The Wire? Nö. Wie heißt das denn? Okay, Peter. The Newsroom. Nein. Wie heißt die Serie, wo der Typ da sitzt so mit Amerika ist gar nicht das größte Land der Welt? Das ist von einem richtig bekannten Schau. Nein, das ist eine richtig gute Serie, wo auch um. Der Dude ist so ein Anchorman und. Ist das The Wire? Anchorman, dann ist es The Newsroom. Das habe ich aber gerade schon gesagt. Ja, das habe ich gehört, dass du das. Dankeschön. Das ist der große Gatsby. Warte kurz. House of Cards. Alter. House of Cards, Peter, ist richtig. Nice. Ja, 9 Punkte. Mann, weißt du, dass wir solche Serien da noch reinnehmen mit solchen Schauspielern, finde ich ja wohl eine Frechheit. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Bestbewertetste Folge, Jäger oder Gejagter mit 9,5 wäre auf der 1 gewesen. Ein paar gute Folgen bei, auf jeden Fall. Die meisten tatsächlich 9,0 und dann eben bis 9,5. Wir gehen zur nächsten Serie. Ja, das hast du gut gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dankeschön. Diesmal ging es ein bisschen schneller, ja. Ja. Für 10 Punkte die Braut des Grauens mit einer Bewertung von 8,0. Der neue Cumberbatch, Sherlock. Heißt und einfach Sherlock. Okay, Sherlock. Das ist richtig, 10 nice, Punkte, Mann, sehr gut. Das ist stark. Die kenne ich noch. Das ist ein, die haben immer, die waren sehr offensichtlich, die Namen von den. Welche Folge ist denn das? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine der späteren. 8,0. Nee. Nicht? Ich glaube nicht. Also ich kenne hier. Ist relativ frisch. Okay, ich kenne hier der Fall. Ein Fall von Pink wäre für 6 Punkte gewesen. Das ist die erste, oder? Vor. Müsste die erste sein, ja. Und mit 9,6 der Reichenbach-Fall. Das ist die bestbewertetste. Mhm. Was? Scheinbar schon. Hat die überhaupt 10 Folgen, die Serie? 4 Staffeln, 3 Folgen, also 12 mindestens. Ah, ja, okay. Und der Reichenbach-Fall ist eine extra Folge. Und dann gibt es auch noch die Geschichte, wo die im Mittelalter als Sonderfolge spielen. Ah. Okay. Was? Es gibt eine Mittelalterfolge? Ja, oder was heißt Mittelalter? Entschuldigung. Eine frühe England-Phase, nenne ich es mal lieber, ja. Ich habe also, noch einen Fun-Fact. Kennt ihr die Serie Alles mit Atze? Kutsche. Ja. Nee, da gibt es eine Special. Nikola. Da gibt es eine Special-Folge, die auch nie im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Da lebt Atze in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Echt jetzt? Ja. Die kann man nur auf DVD gucken. Und wie war die? Doch, ja. Extrem. Und wie extrem ist die? Nein, ich glaube, also man stellt sich da Schlimmeres drunter vor. Aber also ich finde das ein schöner Fun-Fact. Ja. Verarschst du dann die ganze Zeit die Nazis? Kann sein, ja. Wir gehen zur nächsten Serie. Für 10 Punkte Jeder gegen Jeden mit 8,9. Ja, das ist eine Spielshow gewesen auf Sat 1. Squid Game. Ja. Das ist falsch. Ah, nice. Nice try, Bram. Nice try. Mhm. Hab gestern herausgefunden, dass es eine God of War Serie bald geben soll. Ja, ist die Oh Boy. Weiß ich nicht. Aber finde ich geil. Weil Last of Us war auch keine schlechte Verfilmung. Ja. Von Sony. Für 9 Punkte. Abrechnung mit Ausrufezeichen. 8,9. Das ist eine Anwaltsserie. Muss gut sein. Oder Abby Billy. Oder Abby, wie der Abby Billy McBeal. Ist da. Ich denke gerade an Wild Westen. Oh, meinst du das Westworld? Nee. Boah. Where's Westworld? Bitte nicht. Es ist falsch. Gott sei Dank. Alter, das wäre jetzt super. Ja, das war kurz dieses Abwägen. Oh, das sind aber immer noch 9 Punkte. Nee. Kann man aber einmal tryen, ey. Justified. Was für Serien kommst du an? Nein. Habe ich auch nicht gesehen, aber ich glaube, da ist eine Wild-West-Serie. Ja, nennen sie nimm Sopranos, ist auch. Ja, könnte auch passen. Dallas. Auch. Dallas, Alter. Wie man früher gesagt hat, Dallas, das ist falsch. Wer hat denn Dallas gesagt? Warum werde ich ausgedacht bei Dallas? Hallo, wir sind auch jeder gegen jeden und Abrechnung kann auch passen. Wahrscheinlich in der Folge Dallas gesehen.
Wir gehen. Hey, gab's nicht, das ist doch wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, nur halt in Ami-Style. Ja, mit reichen Ölleuten, glaube ich. Matula. Wir gehen zu der dritten Matula, Folge. Matula, das ist doch irgendein Kommissar mal gewesen. Ja. Auch Kommissar Spatula oder sowas. Ja, Matula. Für 8 Punkte, dritte Folge. Ah, nee, ich weiß, wie der heißt. Ein Fall für 2 war das. Ja, ich glaube schon. Im Schatten die Ratten. Boah, das wär, 8 Punkte. Wäre. Ich sag jetzt mal die Sopranos. Ist falsch. Das ist Berlin. Das ist Berlin, das könnte es sein, Alter. Jeder gegen jeden, Abrechnung und im Schatten der Ratten. Was ist denn die Ratten? Berliner Gangster-Serie? Hier, 4 Blocks. Nein. Boah, was wollte ich. Peaky Blinders. Nein. Gut. Heißt, wie heißt das denn? Weil ich jetzt sagen wollte, jeder gegen jeden, Abrechnung. Ah, oh, ich hatte gerade irgendeine Serie. Für 7 Punkte. Heiße. Self-Service. Okay, also Masturbation. Eine Bewertung von 9,0. Self-Service. Masturbation würde, ist das jetzt gerade ein Spaß oder ist wirklich Self-Service auch als Masturbation im Englischen übersetzbar? Muss ich, ja, weiß ich nicht, muss ich zumindest jetzt als erstes dran denken. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nämlich auch nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich ums Self-Service kannst du ja auch an der Tanke haben. Wenn, wenn du selber nur tankst mit EC-Karte. Das ist richtig. Das ist auch Self-Service. Für 6 Punkte, jetzt oder nie, mit Ausrufezeichen, auch 9,0. Das sagt einem doch gar nichts. Die haben auch immer so Stress die ganze Zeit. Ja. Abrechnung, jetzt oder nie. Ratten. Im Schatten der Ratten, Punkt, Punkt, Punkt. Ach, bei Ratten halt wirklich direkt an Mafia, weißt du, oder Kriminelle auf jeden Fall. Ja, deswegen habe ich auch Peaky Blinders gesagt. Ja, das war gut, das war eigentlich war schlecht. Eigentlich war schlecht, aber die Frage ist auch, wie kann man im Schatten der Ratten sein? Wie groß sind die Ratten? Oder sind die Ratten umgangssprachlich nicht für irgendwelche... Ratten, da steht die Ratten. Im Schatten sind die Ratten quasi. Das ändert ja, alles stimmt. Im Brand. Ja, stimmt. Und man kann Cartoons auch haben, eventuell auch Animes. Konnte ja Peaky Blinders gar nicht sein. Für 5 Punkte, wir bleiben im Thema, keine Zeit mehr. 9,1. 24 ist falsch. Ist kein Ausrufezeichen, Peter. Ja, 24 ist das neue Lost, Tomb Raider und Darmstadt. Ja, komm, das passt voll gut auf 24. Mann, ich hatte irgendwas. Tipp er nicht mehr ein. Gut, dann für 4 Punkte, auch mit 9,1 bewertet, jetzt. Lebensgefahr 2. Ach, 2 ist ein Cartoon. Ist aber auch gar nicht so geil bewertet. Wenn das nur so in Klammern ist, dann nicht. Das Amt. Ja, oder Nicola. Gute Serie. Was ist denn, wenn die mal sowas wie. Wäre Tatort eigentlich eine Serie? Stimmt. Sind das nicht einmal Filme? Gute Frage. Könnte halt auch Tatort sein, aber er hat Tatort so schlechte Bewertungen über die Jahre hinweg. Aber gibt es einen zweiteiligen Tatort? Ja. Tatort. Es gab einen mit Till Schweiger. Nick Schiller, ja. Genialer Name. Dann, Nick Schiller. Da gab es einen Zweiteiler auf jeden Fall, das weiß ich. Da gab es sogar einen Kinofilm. Nick Schiller. Meinst du wirklich, das ist was Deutsches? Kann das. Weiß ich nicht, aber das könnte halt auch. Also, das könnte von den Namen her, hätte ich sagen können, das könnte ein Tatortnamen sein auch. Für 3 Punkte Lebensgefahr 1. Ach komm, leck mich doch an. 9,2. Aber gut, die Nick Schiller-Folgen werden wahrscheinlich nicht da oben gelandet, ne? Sondern nee, es werden alles nur Münsteraner Tatorte. Das stimmt, ja. Weil das sind mit Abstand die Besten. Was gibt's denn für so richtig geile deutsche Serien? Es gibt ja, glaube ich, irgendwie so 1 oder 2 Tatorts pro Jahr von demselben Darstellern. Und ich habe immer das Glück, dass das im Urlaub ist, wenn ich gerade mal ausnahmsweise ARD gucke. Wo ich keinen Computer habe oder so. Und dann kommt immer dann. Da kommt und immer dann. Ja, mega geil. Liebe ich. Das wird gut. Für 2 Punkte mit einer Bewertung von 9,3 Todgeweihte. Das ist. Ja. Lost. Ah, nee, glaube ich nicht. Im Sinne des Wortes. Okay, dann bekommt ihr noch die letzte mit einer Bewertung von 9,5 Countdown. Letzte Fahr? Ja, 24. Muss ja. 24 sein. Muss sein. Andi, du hast dich vertan. Okay, also ich sage euch das so viel. Die Serie haben wir heute schon mal gehört. Ihr habt das schon mal
als Antwort also gegeben. Doch, das ist 24. doch Alarm für Cobra 11. Wir haben schon so viele Antworten gegeben, Alter. Westworld. Und ich kann euch auch so viel sagen, also ich habe die Serie auch zum Teil geguckt und ich würde behaupten, diese Bewertungen kommen entweder aus wahrscheinlich eher der ersten Staffel oder vielleicht noch der zweiten. Okay, dann ist sie rapide schlechter geworden. Sagt man, glaube ich. Gut. So, ja. Ach, oder das Amt. Was hatten wir denn heute schon alles? Leck mir am Arsch. Wir hatten The Richer genannt. Oh, das ist er doch nicht, oder? Den Richer. Aber den hatten wir noch nicht als Antwort genannt, The Witcher. Da haben wir nur drüber gesprochen. Er hat ja auch gesagt, nicht als Antwort. Er hat gesagt, er wurde genannt. Nicht als Antwort genannt gesagt? Westworld. In der Serie gibt es eine bekannte Person, die einer realen Person nachempfunden ist, wo sich auch die ein bisschen relevant, die heißt D.B. Cooper. Was? D.B. Cooper? Mhm. Bowser der Böse? Der Vorname ist D.B. einfach. D.B. Cooper. Er heißt Dennis Bram Cooper? Dezibel Cooper. Ich weiß es nicht. Für einen Punkt werde ich auch nicht einfach reingessen. Bin ich die reale Person? Wer ist Dennis Cooper, Alter? Scheiße. Also das ist Ellie McBeal, ich sage es. Das ist Ellie McBeal, ja. Ich habe das Video für D.B. Cooper mal zum React vorgeschlagen. Ihr habt euch das ja nie angeguckt. Wenn ihr es jetzt wüsstet, dann wüsstet ihr, wen ich meine. Ja, toll. Ich kenne nur Alice Cooper. Eins und ich schließe es. Es ist Prison Break. Ach ja, das kennen wir ja alle nicht, die Scheiße. Ist das eine deutsche Serie? Gesehen. Nee. Nein. Okay. Tja, okay. Sorry, dass ich gefragt habe. Dann kommt Prison Break kommt gefühlt in jeder zweiten Serienspielshow vor, die Lucy vorbereitet. Und jedes Mal sagen, wir kennen wir nicht. Wenn und jedes Mal sagen, Bock die Kommentare sind scheiße. Ja, aber ich habe das, stimmt, das habe ich gar nicht dazu gesagt. Lucy hat das gar nicht vorbereitet, aber es ist fast phonetisch ähnlich. Luca hat das vorbereitet. Oh. Vielen Dank dafür. Ja. Also Luca, lass mal nächstes Mal. Ich möchte trotzdem noch auf Lucy ein bisschen rumhacken. Richtig kacke von der. So, Lucy war das, was wir davor aufgenommen haben. Genau, ja, das ist schon ein bisschen her. Sorry, Lucy, ich nehme alles zurück. Wir machen jetzt noch zwei Serien. J-Fit mit 28, Frau Peter mit 26, Bram mit 19. Komm, jetzt gib mir einen dicken Zehner. Jetzt aber, jetzt muss hier was geben. Du hast schon einen dicken Zehner. Ich will noch einen. Für 10 Punkte, das große Nichts. Mit einer Bewertung von 9,3. Jujutsu Kaisen. Okay, das große Nichts. Oh, das ist Big Bang Theory. Mit 9,3. Oh, Star Wars Voyager. Star Trek Voyager, oder wie das Star heißt. Star Wars Voyager. Star Trek, die letzte Erinnerung. Wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß, die du genannt hattest. Das große Nichts. Für 9 Punkte. Oh, ich hab ebenso einen Guess. Bewertet mit 9,3. Gefährliche Spiele. Oh, ich hab doch hier alles immer. Ein ganz, ganz dicken Guess. Da gibt's einen Tipp. Das ist ein anderer Schreibstil. Ja, das versuche ich gerade hier zu ändern. Warte mal. So, aha. Dann machen wir das wieder weg. Und dann machen wir das so. Und dann was echt keine Ahnung, wie man mit Excel umgeht, wa? Nö, aber ich komme hier zum Ziel. Gefährliches Spiel. Das ist übrigens kein Excel, sondern Google Spreadsheet. So. Ich könnte mir vorstellen, was das ist. Ja, dann drück doch. Nee, da kommt Peter einen Punkt näher ran. Aber nicht, wenn du richtig liegst. Ja, richtig. Aber da bin ich noch zu shitty. Das große Nichts. Für 8 Punkte, ebenso bewertet mit 9,3. Täter unbekannt. Okay, es ist nicht Dr. Who. Jetzt bin ich mir sicher. Ja, immer wieder wird it get right, The Wire. Let's go. Das ist falsch. Ja, das ist doch nicht Dr. Who. Das große Nichts. Brooklyn 99. Nee. Achso, dann würde, ja gut, dann hätten wir von wahrscheinlich 6 bis 1 hätten wir das Halloween-Spezial oder der Halloween-Coup oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Bei Brooklyn 99. Stimmt. Bei Brooklyn 99. Ach so, ja. Die Halloween-Folgen waren die besten. Die waren echt geil. Für 7 Punkte Whitecaps auch 9,3. Oh, ein englischer Titel. Whitecaps. Das Amt. Ich weiß nicht mal die Übersetzung. Ja, auf nicht. Deutsch. Weiße Kappen. Weiße Kappen. Oh, ich weiß, wer weiße Kappen aufträgt. Oh ja. Anhat. Aber das passt nicht. Das könnte aber sein. Oder? Ich finde schon. Nee. Ich weiß, was Jay meint. Ja, nee, aber das hat damit nichts zu tun. Das ist Kuckucksklan, die Serie. Nee, nee. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das heißt. Für 6 Brady? Punkte. War das Brady? Hieß die Serie Brady? Scheiße.
Für 6 Punkte mehr. Ein schnelles Ende, auch 9,3. Ja, das passt nicht. Ah. Außerdem würde keiner so viel hohe Wertung für eine Sportdokumentation haben. Ein Fast End. Drive to Survive hat auch nicht solche Bewertungen. Selbst die erste Staffel nicht. Mich triggert dazu, dass da 9300000 steht. Das könnte Haus des Geldes sein, oder? Ist zu wenig Nullen, soll ich noch mehr hinzufügen? Gut bewertet für Haus des Geldes. Vor allem sind das alles spanische Titel. Das werden alles spanische Titel. Geldet nicht. Und nicht White Caps. Außerdem würde White Caps auch auseinandergeschrieben werden, ne? Für 5 Punkte, 9,4. Jetzt ein bisschen besser bewertet. Jetzt ein dicker Freund muss gehen. A friend must go, okay. Alter, ist das doch diese scheiß Football-Serie? Nee. Ja, ich weiß nicht, ob ich es bei der Frage schon probiert habe. Sopranos, let's go. Das ist richtig! Ja! Als ob es Sopranos du ist. Du hättest Prison Break sagen sollen, einfach nochmal. Ich raste aus. Ich bin durcheinander gekommen, ob ich das schon hatte oder nicht. Das ist richtig, das waren 5 Punkte jetzt. Mann, Bram, streng dich doch mal an, ey. Warte, du hättest selber drücken können. Ja, ich habe Sopranos nie gesehen. Ey, ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber, wenn ich ehrlich bin. Das ist heute zweiter Peter. Ist der Tag heute, das ist egal. Meinst du, der kackt jetzt, scheißt jetzt gleich noch rein, oder was? Ja, wir haben noch eine Serie, die Top-Folge wäre übrigens bei den Sopranos mit 9,7 gewesen, verschollen im Schnee. Die ist so geil, die Folge. Aber ich wusste nicht, dass die so trash ist, die Serie 9,3 ist ja voll scheiße. Das ist echt richtig kacke. Gut, dann gehen wir zur letzten Serie und Peter geht mit 31 an. Mit 2 Punkten vor Jay in diese letzte Serie hoffentlich, rein. Hoffentlich kennen wir die alle nicht. Unmöglich, müssen wir uns alles anhören. Keiner kriegt einen Punkt. Für 10 Punkte. Deutschland 93. Deine Bewertung von 8,6. What the fuck ist das denn jetzt? Das ist Manta Manta. Deutschland 93? Mhm. Fuck my life. Deutschland 43 im Führerbunker, da brennt noch Licht. Und dann geht der Song los, ich hab vergessen, wie er geht. Ich hocke mal im Bunker. Ja. Mitten in Berlin, so. Dankeschön, irgendwie so, ja. Deutschland 93. Aber was war denn in Deutschland 93? Weiß ich auch nicht. Oh, hier ist das. Das ist ein Film. Da habe ich immer gesagt, ich bin 4. Den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Wenn jetzt wer die nächsten Dinger heißt, es Deutschland, keine Ahnung, 86. Ich weiß es doch nicht. Dann kriegt ihr die nächste Folge mit der gleichen Bewertung, 8,6, Der Palast in Flammen. Mhm. What the fuck? Jay. The Crown. Nein. Oh. Ja, okay. Palace, ja. Ja, Palast. Sein können, ich weiß noch nicht, ob da in Deutschland irgendwie geht. Der Palast hat sogar mal gebrannt, oder? Der Palast in Flammen, dachte ich, als allererstes an den Reichstagsbrand. Ja, kann auch sein, aber keine Ahnung, was ein Zweiter Weltkriegs-Shit ist. Wenig. Für 8 Punkte, mit einer Bewertung von 8,7, alles groß geschrieben, Convivia. Was für ein Ding? Convivia! Ja, moin. Hä? Okay, pass auf, das heißt nicht ganz anders. Das heißt halt V-I-V-I-R. Ja, das ist nämlich 10, 6, 66. Ja. Scheiße, jetzt kommt da so eine Rotz-Serie, ey. Convivia! Klingt ein bisschen wie Bane. Ja, oh, Alter, ey, diese popkulturellen Anspielungen. Ja, mittlerweile habe ich das drauf, ne? Also das finde ich aber gut. Moment, was kriegst du auch was von mir? Das hier. Weiß ich nicht, Digga. Danke, danke, Bram, ist sehr nett. Für 7 Punkte mit ja, jetzt einer komm, Bewertung. Jetzt komm, jetzt drücken, Jay. Für 8, von 8,8 die besten Pläne. Was soll ich machen? Ja. Ich habe keine Ahnung, leider. Das ist eine Serie. In der darum geht, was auszurauben. Das ist ja die letzte deutsche Serie sein, oder ganz ehrlich, weil eine internationale Serie beschäftigt sich doch nicht mit Deutschland. Ja, aber was gibt's denn für deutsche Serien, die so gute Bewertungen haben? Der Frauenknast. Da gibt's nicht so viele. Nee, eigentlich nicht.
Mit Walter. Das hast du doch bestimmt geguckt, Bram, oder? Der Frau, das hab ich auch was. Aber, Anni, da kannst du dir alle deine drei Eier drauf verwenden, da ich das gesehen habe, ne? Das ist so eine Bram-Serie, das dachte ich mir. Nee, bestimmt aber auch, oder? Der Frauenknast. Ich glaube, früher haben wir die, aber ich kann nicht auf gar keinen Fall alle Serien. Nee. Alle Serien musst du auch nicht kennen, Folgen. Aber. Alle Folgen. Für 6 Punkte mit einer Bewertung von 8,9 bei IMDb Schachmatt. Checkmate! Oh, das ist. Das ist The Queen's Gambit. Nein. Oh. Wegen Schach. Ja, nicht nur deswegen. Auch weil das ja so über mehrere Jahre erzählt wird. Und die spielt doch dann. Wegen Convivir, ja. Nee, und die spielt doch dann aber auch unter anderem in Frankreich, in Paris. Schachmatt. Ja. Das ist ja dieser klassische. Das ist schon ganz. Ich glaube, ich habe die Serie gesehen. Ja, oh, du weißt sogar, welche Serie? Pass auf. Jay, soll ich dir helfen? Nein. Ach, I'm not angry anymore. Ist mir alles egal. Flick it away. Yes, sehr schön. So. Für 5 Punkte mit einer Bewertung von 9,1. Zurück nach Kali. Alter, drück nach. Ach, zurück. Ich hab schon drück nach Kali, Alter. Ich weiß, wenn ich drücke, Junge, geht richtig ab. Kali, Farialistik, Expialidetisch. Fast. Nicht, ja. Also not even close eigentlich, aber fast. Zurück nach Kali. Ja. Back to Kali. Google von mir heißt Kali. Echt? Kali? Ja, hat der ist abgenommen? Eigentlich Pascal, aber der wird immer Kali genannt. Ja. Fein Dining-Kollege ist er mittlerweile. Was? Ach so, oh mein Gott. Oh, das könnte eine gute Serie sein. Jetzt kommt sofort die letzte, die du beantworten musst, Jay. Ja. Damit du noch gewinnen kannst. Fällt nicht ein, aber Schachmatt ist aber auch, glaube ich, auch so nämlich. Allgemein. Doch, Convivir habe ich schon mal irgendwo gehört. Boi, Chichi, desu senpai. Dann bekommt ihr für 4 Punkte die nächste Folge ebenfalls bewertet mit 9,1. Jetzt kommt Jay. Los Pepes. Los Pepes, Alter. Scheiße. Was? Los Pepes. Wer ist Pepes? Das war der Fußballer, der Besoffene. Irgendwie sagt mir das auch so langsam was. Narcos. Jay. Das muss Narcos sein, das ist richtig belastend. Es okay. Ist Narcos, yeah! Nice, sehr gut, und damit gewinnst du mit 34, ein Punkt für Peter mit 33. Heute ist ein guter Freitag. Heute ist ein guter Freitag. Was Banger-Day for Jay. Peter wieder Zweiter und Bram mit 21 auf dem Dritten. Ja, aber immerhin Zweiter, Peter. Man kann nicht immer Erster sein, ne? Nee, manchmal, ja. Naja. Jetzt ist ja das Wochenende, Peter, dann kannst du ein bisschen regenerieren und dann wird es am Montag wieder mehr mit den ersten Plätzen. Vielen Dank an Luca fürs Vorbereiten und Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.